Was mir einfach immer aufgefallen ist, mich auch sehr berührt hat immer, sind Wünsche, die Menschen äußern, wenn sie merken, ihr Leben geht am Ende entgegen. Sie haben wirklich nur noch beschränkte Zeit. Sind das so existenzielle Wünsche? Ganz wichtige. Also wenn dann Wünsche kommen, dann sollte man alles dafür tun, dass man die erfüllen kann. Der Eddie ist ziemlich schwer behindert, kann nicht mehr gut laufen, braucht Sauerstoff. Seine Kollegen sind alles Motorfahrer und ihm sein Wunsch war, mit denen noch mal eine Fahrt zu machen. Zeig mal schnell. Der Tag, der war für mich wie ein Geschenk. Ich konnte fröhlich sein, konnte lachen, was ich sonst überhaupt nicht mehr konnte. Und den ganzen Tag war mein Mann wunderbar betreut. Und ich durfte sehen, dass es meinem Mann gut geht. Und darum ist es auch mir wirklich gut gegangen. Er hat wirklich sehr Freude gehabt, was man ihm diesen Tag geschenkt hat. Er vergisst ihn auch nicht. Und er war zu Tränen gerührt. Und das hat ihm eigentlich wie so gut getan, dass er das hat erleben durfte. Er konnte alte Erinnerungen auffrischen, konnte mit denen glücklich zusammensitzen. Es war für ihn einmalig. Also ich möchte sagen, ich möchte von dir und dir allen so sind. Einen dringenden Wunsch erfüllen, wo jetzt die Pflege, also die Profis in den Institutionen keine Zeit haben. Also das ist unbezahlbar und das ist enorm wichtig. Und die Wunschambulanz ist genau so etwas. Ich bin im Internet darüber gestolpert und das hat mich sehr angesprochen, weil im Alltag von meinem Job eigentlich genau das fehlt, was ich in der Wunschambulanz geben oder erleben kann. Ich habe ganz andere Rolle und es erfüllt mich sehr, jemandem einen letzten Wunsch zu erfüllen, zu sehen, was man für eine Freude machen kann und vor allem am betroffenen, schwerkranken Menschen und den Angehörigen einfach mal einen Moment Zeit geben, wo vielleicht die schwere Erkrankung in den Hintergrund rückt und nicht die Krankheit im Vordergrund steht, sondern eben das, was am Betroffenen wichtig ist. Und auch den Angehörigen Erinnerungen können zu ermöglichen, die abgelöst ist von dem Negativen, von der Krankheit, sondern einfach etwas Schönes noch zusammen erleben in dieser schweren Zeit. Ich habe mich trotz dem Wissen über die Wunschambulanz etwas schwer getan, dem Papi den Wunsch zu erfüllen. Es hat mich Mut gekostet, den Weg zu gehen, weil ich gewusst habe, es ist einfach so ein letzter Ausflug. Auch wenn es ein Herzenswunsch war vom Papi, ja. Es ist, hat viel, viel Mut gekostet, das auszusprechen. Wissen im Hinterkopf, es ist ein Abschied nehmen für immer nachher, ja. Auch wenn der letzte Tag kommt, wenn ich nicht weiss, wann der ist. Und schlussendlich, ganz ehrlich auch, dass er während dem Ausflug könnte versterben. Versterben und ich mich schuldig fühle, dass ich die gewesen bin, die seinen Herzenswunsch hat wollen, ihm erfüllen. Ich bin unglaublich erschöpft gewesen, die ich nicht einordnen konnte. Aber ich hatte eine riesige Freude in meinem Herzen, dass er das miterleben möge, dass er so wach war, dass er es geniessen konnte. Das hat mich im Alltag ganz fest gefreut. Einfach, dass er möge mitkommen und das erleben durfte und mitnehmen in seinen letzten Lebensabschnitt. Diese Wünsche, die dann plötzlich wichtig werden, wenn man merkt, das eigene Leben geht zu Ende, die haben einen anderen Grund, die kommen aus dem Herz. Da geht es um Beziehungen, die man vielleicht noch klären will, um Erinnerungen, die man noch mal lebendig werden lassen, an Orte gehen, wo wichtig sind, die eine Bedeutung haben im Leben. Also da geht es auch darum, letztlich wie am eigenen Leben etwas rund zu geben, einen Abschluss zu geben, noch etwas, ein kleines
Puzzleteile, die noch fehlt, einsetzen. Mich hat es fest übernommen. Mir ist es, ich hatte es immer im Hinterkopf. Das ist die letzte Ausfahrt. Es gibt es halt nicht mehr. Aber ich habe mich so gefreut, dass er das noch hat dürfen erleben. Ich glaube, er zehrt jetzt auch davon, dass er das hat. Das würde ich mir wünschen, mehr Mut von Angehörigen, von Fachpersonal, wirklich Wünsche anzumelden. Um einen Abschied auch können leben, auch können zelebrieren, solange jemand noch da ist. Und so Sachen sind unglaublich wichtig. Auch die Sorgen dafür, dass Angehörige nach dem Tod von ihrem Liebsten, der gegangen ist, dass sie auch besser weiterleben können, dass sie das besser verarbeiten können, dass sie Erinnerungen haben, die sie trösten, die schön sind. Und wenn sie ihnen gelungen ist, noch einen Herzenswunsch zu erfüllen von dem Menschen, den sie sich verabschieden müssen, dann hilft das ungemein. Mit all diesen Erinnerungen, die du mitnimmst, es war nicht nur ein Papi seine Wunscherfüllung gewesen. Natürlich in erster Linie, das hat er sich gewünscht, aber es gibt dir als Angehörige selber viel, viel Kraft mit. Einfach sein Lachen, seine Freude, sein Strahlen in den Augen, ja, das nimmst du mit in die Nacht.